Einen wunderschönen. Da bin ich schon wieder, euer Odin. Ja, und ich begrüße euch zu einem neuen Video mit einem etwas größeren Paket. Ich zeig euch das mal. Ich habe bei Spaß kostet bestellt. Da war Sonderangebot. Nee, doch Sonderangebot oder Sonderaktion oder irgendwas stand da. Und ich weiß eigentlich nicht, was drin ist, aber eigentlich schon. Also ich weiß nicht genau, was drin ist, aber so in etwa weiß ich es. Weil beim Bestellvorgang, also beim Aussuchen, konnte man Produktgruppen aussuchen. T-Shirts oder Axel-Shirts, also eins von beiden. Was waren das? Fünf Stück? Fünf Stück für einen Zwacken, glaube ich. Jogginghosen oder kurze Hosen. Ein Zweierpack. War das, glaube ich, von zwei? Zwei waren es, glaube ich. Und Pullover und oder Jacke stand da, glaube ich. Genau. Die Kategorien gab es. Und dann zusätzlich noch verschiedene Kategorien. Hart und heftig, Wiking, Ostdeutsch und so weiter. Und deswegen weiß ich in etwa, was drin ist. Also ich weiß, was ich bestellt habe, welche Produktkategorien ich bestellt habe, also welche Pakete. Und aus welchem Themenbereich? Also ich habe natürlich, das sollte euch jetzt nicht wundern, erstrangig aus der Kategorie Wiking bestellt. Da die Hosen, Jogginghosen, ich schon fast alle habe, habe ich mich hier dafür entschieden, ich konnte auch nur einmal nehmen, habe ich mich auch entschieden, aus der Kategorie Ostdeutsch zu wählen. Und die T-Shirts habe ich ja auch schon fast alle. Und deswegen habe ich da auch Ostdeutsch gewählt. Dann habe ich Pullover, Schrägstrich Jacke. Da hoffe ich auf Strickjacken. Weil letztens habe ich schon auf Strickjacken gehofft. Da waren Jacken mit drin, die sehr gut passen, die ich mir so nicht gekauft hätte, weil ich gedacht hätte, vielleicht ein bisschen dick oder die andere ein bisschen dünn. Und ja, weil ich ja auch ein bisschen korpulent bin und so. Aber nein, die passen wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen ist so eine Aktion immer ganz gut. Da kannst du drin schnuppern für wenig Geld. Also für einen schmalen Taler. Ja. Aber ich mache das jetzt erstmal. Ich lasse es hier oben. Ich lasse das hier oben. Dann kann ich selber nicht reingucken. Dann sind wir. Weil so kann ich von oben reingucken. Das wollen wir nicht. Wenn ich es hier auf den Stuhl stelle. Wir wollen nicht von oben reingucken. Wir wollen. Au! Scheiße. Aua, jetzt habe ich mir in der Hand den Finger geschnitten. Gott sei Dank ist mein Messer nicht ganz so scharf. Also die Spitze jedenfalls. So. So, warte. Wartet, wartet, wartet. Ich muss hier noch. Und hier guckt schon was raus. Also Farben und so. Ich konnte nichts auswählen. Nur T-Shirt, Hosen, sowas und welche Kategorie? Moment, ich habe hier schon einen Zettel. Den muss ich wegpacken, weil da sieht man meine Adresse. So. Also. Also ich kann euch das schon mal sagen, was ich habe. Zwei Hosen, Kategorie Ostdeutsch. Zwei Hosen, Kategorie Wiking. Fünfer-Set T-Shirt, Schrägstrich, Träger, Ostdeutsch. Fünfer-Set T-Shirts, Schrägstrich, Träger, Wiking. Drei Pullover oder Jacken, Kategorie Wiking. Ich wollte, bei was wollte ich mehr bestellen? Ich glaube, bei den T-Shirts und bei den Hosen. Im Bereich Wiking wollte ich mehr reinmachen. T-Shirts ging dann noch, habe mich dann dafür umentschieden, weil ich habe ja schon einige. Achso, ja, Hosen, genau. Und da war dann, konntest du nicht mehr machen, war aus. Also so, ich bin gleich, wo ich die E-Mail gekriegt habe. Ich habe mich ja für den Newsletter angemeldet. Link findet ihr in der Beschreibung. Gleich rauf, gleich alles, was ich wollte. Tack, 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 in Warenkorb gepackt. Einmal ein Packen Hosen konnte ich, habe ich Gott sei Dank drin gehabt. Dann wollte ich auf zwei machen, ausverkauft. Also das ging rasend schnell. So, dann haben wir hier Pappe, die räumen wir mal weg. Machen wir mal hier auf dem Stuhl. Ach, da grinst mich schon Ostdeutsch an. Ho,
Niggi. So, warte mal. Das ist auch Ostdeutsch. Das ist auch Ostdeutsch. Haben wir jetzt hier. Jetzt das ist hier so schon zusammengepackt. So, was haben wir denn hier? Ha! Geboren unter Hammer und Zirkel kenn ich weder Schmerz noch Gejammer. Na doch, Gejammer kenne ich. Ich hab gehofft, dass, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich sehe es halt noch nicht. Ich habe auf ein T-Shirt habe ich gehofft. Und das ist das mit der Simson drauf. Da gibt es ein T-Shirt mit einer Simson drauf. Nicht Quatsch, nicht Simson, mit einer Schwalbe. Darauf habe ich gehofft. Und auf das Pionier-T-Shirt. Oder, nee, FDJ-T-Shirt. Das habe ich schon jetzt mit bei. So im FDJ-Style. DDR. Und hinten auch. Das ist geil. Also eins von denen, auf was ich gehofft habe, ist schon mal erfüllt. So. Oh! Daran habe ich ja nicht gedacht. Aber geil. Schöne Grüße aus dem Osten. Yes. Mit dem Sandmännchen. Und dem Schlagring. Geil. Das wollte ich mir damals immer bestellen. Das hatte ich jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr auf dem Schirm. Geile Sache. Ach. Nochmal Tarnfarbe, wie ich schon habe. Habe ich das gerade an? Nee, ich hab Nordmann an. Auch von denen. So. Aber ich habe jetzt nochmal ein Tarn-T-Shirt. Ostdeutschland. Härter als der Rest. Ja! Und Tarnfarbe. Ich habe ja schon so eine Tarnfarbe, wo denn halt hier so im Halbkreis Nordmann oder sowas steht. Yes! Ist auch schön für den Sommer, schön leicht und luftig. Also ist jetzt nicht so ein dickerer Stoff. Und ja! Fucking geil! Oh! Oh! Ich hab's mit bei. Oh, ich hätte mehr Ostdeutsch bestellen sollen. Ich mach mal so, damit ihr das sehen könnt. Die Schrift ist Tarnfarbe. Da steht Panzerfahrer. Dann Made in GDR. Also für Deutsche Demokratische Republik. Also German Demokratische Republik. Dann ist die Schwalbe drauf in Tarnfarbe. Und hier unten steht, ich mach mal so, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. Mit Hammer, Gummi, Draht kommt man bis nach Leningrad. Weil die konntest du, ja, die Schwalbe konntest du mit allem, oder Simi auch, die konntest du mit fast allem reparieren. Die waren ganz einfach aufgebaut. Oh. Oh. Fehlt nur noch ein normales T-Shirt mit einer Schwalbe drauf. Also bis jetzt hat es sich gelohnt. So, was haben wir denn? Ach, Axel-Shirt sehe ich hier auch schon. Wartet mal. So, jetzt kommt Kategorie Viking. Weiß ist jetzt nicht so meins. Aber Asatru. Nee, das ist nicht. Ach so, das ist fast das, was ich. Also so in etwa kennt er ja schon von Asatru, wo Asatru drauf stand. Aber wir haben die drei Dreiecke, also meine drei Dreiecke, also nicht die zwei, egal. Und hier ist ein Rabe und dann hier der Torshammer, alles so mit Schatten gemacht und so. Hinten ist nix. Also das finde ich schon mal schön. Das, also weiß hätte ich mir so persönlich für mich jetzt nicht geholt, aber schön. Auch der Aufdruck gefällt mir. Ihr wisst ja, es gibt ja manchmal so Aufdrucke, wo man sagt, ja okay, aber der gefällt mir. So, dann haben wir noch mal auch ein Axel-Shirt jetzt von Nordische Welt.
Also praktisch, das ist halt das Logo von Nordische Welt, also ja, was auch Spaß kostet. Also was Viking ist und Spaß kostet, ist halt für Spaß und so. Aber die gehören halt zusammen. Geil. Schon mal zwei Axel-Shirts. Das ist gut. Ich habe auf Axel-Shirts auch gehofft. So. Was haben wir denn hier? Ach, ich sehe schon eins, auf was ich hier gehofft habe, aber in der falschen Farbe. Aber okay. Nordmänner. Auch mit den drei Dreiecken. Bemannt die Langboote. Heute gehen wir auf Plünderfahrt. Sieht auch geil aus. Das hatte ich gar nicht so, so vom Motiv her gar nicht so auf meinem Schirm. Aber das sieht cool aus. Sieht man das? So, warte mal. So. Na, ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. So. Ach, Nordmänner. Das, was ich euch mit Tarnfarbe gesagt habe, habe ich jetzt nochmal in weiß. Nordmänner Sons of Odin. Das habe ich in. Jetzt ist die dritte Farbe, die ich habe. Tarnfarbe. Schwarz habe ich und jetzt habe ich weiß. So, und darauf habe ich gehofft, aber ich habe auf schwarz gehofft. Weil das passt besser zu dem eigentlichen Logo, was damit auf die Schippe genommen wird. So, passt auf. So, ich hoffe, ihr könnt es halbwegs erkennen. Ich mache mal noch ein Stück so rum. Das ist die Snickers. Also das Snickers-Logo eigentlich, aber da steht nicht Snickers, sondern Vikings drinne. Ja, Vikings. Ja. Du bist nicht du, wenn du in die Kirche gehst. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ein Schwarz wird noch ein bisschen geiler, denn oder so ein leichtes Schwarzbraun, wie die Snickers-Verpackung ist. Aber trotzdem geil. So, was haben wir hier noch? Hier ist noch mal was. Oh, da gucken wir mal, was haben wir denn hier? Ah, kurze Hosen. Ach! I love Pupsen. Da sind auch Boxershorts mit bei. Na, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, schwarz, eng, ziehe ich eigentlich nicht an. Mehr, I love Pupsen. Ich liebe Pupsen. Das ist auch die Rückseite. Das ist die Rückseite. Ja. Und enger, das ist jetzt nun nicht meins. So, dann haben wir hier einen Pullover. Ein Kapuzenpullover mit den Dreiecken, rote Kapuze und hinten auch wieder praktisch das Logo von Nordische Welt. Ja? Und hier vorne halt alles komplett schwarz, nur halt mit Logo. Das wäre halt in Strickjacke wäre das schön gewesen. Ich brauche dringend Strickjacken, wenn nicht muss ich vor Winter Anfang noch mal selber so bestellen und zwei, drei Strickjacken bestellen. Weil ich hab ja die mit dem Wikinger, ich habe die weiße und ich habe die Tradition schlägt jeden Trend. Ich brauche halt noch zwei oder so Strickjacken in Schwarz oder so. So, was haben wir hier? Eine Jacke und noch eine Jacke. Und dann kommen die Hosen, ja. Dann kommen die Hosen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns erstmal die Jacken an. Das ist eine Kapuzenbomberjacke. Was steht da drauf? Bevor der Teufel mich holt, trinkt er sich Mut an. Mit einem Totenkopf drauf. Sieht cool aus. Sieht man es? Ja. Hinten ist nichts drauf. Ja, die gefällt mir. Die sieht gut aus. Auch schlicht. Aber ich trage eigentlich sehr, sehr selten momentan Jacken. Also diesen Winter habe ich welche getragen, weil es sehr kalt war. Aber sonst reicht mir eigentlich T-Shirt, Strickjacke und fertig.
Oh, so eine nochmal. Die habe ich schon mal. Die gefällt mir mega cool. Das ist so eine schwarze hier. Die war beim letzten Mal auch mit bei, mit Aufdruck. Ich glaube, Tradition schlägt jeden Trend. Ganz schlicht, einfach schwarze Jacke mit Kapuze. Oh, und hier hinten ist was drauf. Haha. Hinten ist Viking drauf. Ja, an Nike angelehnt. Nicht Nike, sondern Viking. Und dann halt nicht ein Nike-Strich, sondern eine Axt. Das ist schön. Und die ist auch nicht dick. Die kann man auch, kann ich auch so anziehen. Das ist auch wie Strickjacke. Da ist das gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Das freut mich. Das. Muss ich hier gucken, wie weit das runtergeht. So, nochmal erstmal die hier. Ich lege mir die jetzt mal alle hier hin. Oh Gott. Und dann mache ich mal die Jacken. Nee, die kommen zum Schluss. Wartet mal. Ich mache mal die T-Shirts wieder rein und die Jacken, dass ich das dann wegstellen kann. So. Weil dann habe ich ein bisschen mehr Platz auf dem Tisch. Aber Ostdeutsches mit bei. Yes. Ach, das freut mich. Das freut mich mega. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. So. Oh Gott. Herrgott. Scheiße, habe ich hier Platz. So, nee, warte mal, die Tarnbomberjacke machen wir mal hier rüber. So. Was haben wir denn hier? Ich räume das mal hier so beiseite. Und dann nehmen wir von der Seite weg. So, dann haben wir einmal eine. Oh ja, U-Bahn-Klassik. Yes! Weil die haben verschiedene Jogginghosen. Oh, der Akku, Moment. So. Die haben verschiedene Hosenfirmen oder verschiedene Modelle. Und die ich jetzt anhabe mit Black und auch ich trage schwarz, bis es was Dunkleres gibt und auch die Viking-Jogginghosen und so, die sind alle U-Bahn-Klassik. Und die passen mir super, damit bin ich mega zufrieden. Deswegen bin ich da schon zufrieden, dass U-Bahn-Klassik mit bei ist. Also das sieht dann so aus, das Logo von denen. Was haben wir hier gekriegt? Wir haben hier gekriegt Next Stop Valhalla. Die habe ich auch noch nicht. Die habe ich noch nicht. So. Das ist toll. Oh, eine kurze Hose, oder? Nee, eine lange Hose. Mit Aufdruck, aber eine Stoffhose. Mit intrigierten Gürtel. Ja. 2XL. Ja, da muss ich gucken, ob ich da reinpasse. Bei den Jogginghosen weiß ich, das passt oben, unten, alles. Da muss ich gucken. Die will ich gleich mal anprobieren. So. Dann haben wir hier noch. Was haben wir hier? Eine Stoffhose. Ja, Ostdeutsch. Ah, das ist jetzt Ostdeutsch. Kurz, Stoff. Schwarz. Dünn. Und da steht dann Ostdeutsch, Ostdeutschland. Ja, die muss ich dann auch später anprobieren. So. Aber ist schön. Dann kann ich die wenigstens mal testen. Oh yes. Oh ja. Eine lange Jogginghose. Ja, seht ihr? Aber hier steht dann, wartet. Ostdeutschland. Hier ist nicht Disneyland. Yes. Geil. Geil, 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 geil. Geil, 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 geil. Geil, 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 geil. Weil ich brauche unbedingt neue Jogginghosen. Meine kommen in die Jahre. So, und was haben wir hier?
Ostdeutschland verziert und was steht da? Natürliche Härte. Ostdeutschland, natürliche Härte. Yes. Yes, yes, yes. Hab mir extra von meiner Mutter Geld geborgt, weil mein Geld ja noch nicht gekommen ist. Oh, die haben hinten Taschen. Meine haben hinten keine Taschen, die haben nur vor, oder? Doch, haben hinten Taschen. Das ist mir noch nie aufgefallen. Und in Grau. Wartet mal. Steht doch was, oder? Zwei Hosenkategorie Ostdeutschland, zwei Hosenkategorie Wiking. Ach, zwei waren das. Fünfer-Shirt, Pullover und Jacken. So, nochmal gucken. Ostdeutschland. Und das war Ostdeutschland. So, da haben wir schon mal die zwei Hosen. Ostdeutschland. Eine Hose. Wiking. Ja. Dann passt es doch. Ah. Ja, doch. Ja. Wiking. Was haben wir hier? Oh, das fand ich auch geil. Fuck the world. Also Brotherhood, fuck the world. Und, also ist hier ein Bild, wartet. Mit den Totenköpfen. Und hier steht dann... No fight, no glory. Ich hoffe, kann man sehen. Boah, ist das geil. Alter, ich bin zufrieden. Bin mega, 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 mega zufrieden. Mega, 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 mega. Und das ist auch... Was ist das? Das ist eine... Das ist auch eine U-Bahn. Genau. U-Bahn, U-Bahn. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Super. Also hat sich definitiv gelohnt. Das Boxershort ist für Männer, wa? Ist ausgeschnitten vorne, oder? Ja. Für einen Dödel. Also ist ein bisschen vorne mehr für einen Dödel. Sonst hätte ich gesagt, ich gebe es meiner Frau. Er läuft pupsen. Naja, ich probiert mal an. Aber im Grund bin ich mega zufrieden. Mega, 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 mega. So. Auch ich habe eine kurze Hose mit bei. Und ich habe, weil ich muss im Sommer dann wieder wahrscheinlich kurze Hosen bestellen. Und ich habe eine so eine mit bei. Dann kann ich die, ich habe mir, die wollte ich immer mal probieren. Aber wegen zurückschicken und ich wollte auch nicht extra Mühe machen da und so. Und was bestellen, wo ich nicht weiß, ob es richtig passt und dann zurückschicken. Weil die haben auch genug zu tun, die Leute da. Obwohl, ich bin ja Kunde, aber nee, wollte ich nicht, weil ich da ja auch gerne bestelle und seit Jahren bestelle. Ja, und da habe ich immer gedacht, na, lieber nicht. Und jetzt habe ich sie endlich mal im Paket mit drin gehabt. Und jetzt kann ich gucken, wie sie passt und ob sie obenrum passt, ob sie von der Länge her passt. Ist so Stoff, kann man ja selber denn auch umnähen lassen oder was weiß ich, wenn es unten zu lang sein sollte. Aber Hauptsache, das passt obenrum. Super, also ich bin zufrieden. Ich bin mega zufrieden. Eine tolle Bestellung, eine tolle Zusammenstellung. Vielen Dank an die Jungs von Spaß kostet. Also Jungs und Mädels von Spaß kostet. Also ein schönes Paket. Und das Gleiche ist wieder das Gleiche wie jedes Mal, wenn ich bei so einer Aktion bestelle. Ich bereue, dass ich nicht gleich zweimal von jedem Paket genommen habe. Also von Ostdeutsch noch ein paar T-Shirts oder aus einer anderen Kategorie, aber es war halt vom Kohlemäßig halt leider nichts mehr machbar mehr drinne. Achso, ich kann euch nur sagen, was ich bezahlt habe. Wo habe ich den Zettel? Ich habe bezahlt
Ach nee. Ach nee, ich habe zweimal Kategorie Hosen Ostdeutsch. Einmal Wiking. Genau. Genau. Einmal zwei Hosen Wiking, also vier Hosen Ostdeutsch denn sozusagen. Fünf T-Shirts Ostdeutschland, fünf T-Shirts Wiking und drei Pullover Schrägstrich Jacken Kategorie Wiking. Habe ich bezahlt insgesamt 178 Euro inklusive Versand. Die zweimal Hosenkategorie Ostdeutschland, ein Einzelpreis, also Mehrwertsteuer 3,51 Euro. Einzelstück, also für einmal zwei Hosen 18,49 Euro, für zweimal 36,97 Euro. Für zwei Hosen Kategorie Wiking auch 18,49 Euro, also insgesamt 18,49 Euro, weil ich habe nur einmal zwei Hosen. Fünfer Set, das ist auch alles einmal. Fünfer Set T-Shirt, Schrägstrich, Träger Ostdeutschland. 4,79 Mehrwertsteuer, 25,21 ein Paket, also bleibt bei 25,21. Das gleiche ist bei 5er Set T-Shirt, Schrägstrich, Träger, Wikinger. Und drei Pullover oder Jacken, Kategorie Wiking, 7,66 Euro Mehrwertsteuer und das Ganze dann 40,34 Euro. Von www.spaßkostet.de. Link ist in der Videobeschreibung. Der ist von Spaß kostet und Nordische Welt ist immer in der Videobeschreibung ein Link. Also unter jedem Video, also unter den Videos, die ich in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren gemacht habe oder so, wenn nicht so ja schon länger, ist immer in meiner Videobeschreibung Spaß kostet und Nordische Welt verknüpft. Also, ja. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, Däumchen wären Träumchen. Guckt doch mal bei den Jungs und Mädels bei Spaß kostet bzw. Nordische Welt vorbei. Link packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich euch auch einen Link direkt zu den verschiedenen Produktkategorien. Also ihr müsst eigentlich nur auf der Seite und dann geht da oben auf Männer und dann sagt da, was ihr haben wollt. Oder ihr geht halt auf Motive. Und dann habt ihr verschiedene Kategorien, hart und heftig, Ostdeutsch, Rock'n'Roll kann ich euch empfehlen. Da ist halt auch Totenkopf-mäßig was mit bei. Ja, da fehlt halt noch die Kategorie Totenköppe. Also so Skull, Totenköppe, sowas muss ich mal vorschlagen, dass sie da eine Kategorie Totenköpfe machen und dass aus allen Kategorien, die was mit Totenköppen zu tun hat, dort auch zu finden ist. Weil die haben in verschiedenen Kategorien was mit Totenköppen auch. Rockabilly habe ich ja damals auch schon mal ein T-Shirt und Pullover, wo so ein Skelettpärchen, ja, und dann mit so verziert und dann so auf Oldschool gemacht, und dann steht Rockabilly. Ja, mega geil, das Motiv. Wirklich mega geil, wirklich geil verarbeitet. Ich liebe dieses Motiv. Das ist jetzt übrigens wieder da. Das habe ich nämlich gesehen, wo ich bestellt habe. Das ist in der Kategorie Rock'n'Roll drin. Ja, und dann gibt es aber halt auch noch bei Hart und Heftig was mit Totenköpfen und bei Tattoo und überall gibt es Totenköpfe und ein paar schöne Motive und da wäre halt so eine Kategorie vielleicht nur, wo Totenköpfe drin sind, vielleicht ganz cool. Da müsst ihr mal gucken. Oh, die haben auch ein richtig geiles Motiv, aber die Kategorie war nicht zum Auswählen. Ich wusste nicht, wo das jetzt drin ist. Deutschrock, da ist so ein Totenkopf, wo so eine Gitarre durch den Schädel durchgeht und dann. Deutschrock, wie Balsam für die Seele oder sowas in der Art. Weiß ich nicht. Ich packe euch das mal rein in die Videobeschreibung. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt wirklich weg. Wie gesagt, wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich bin denn jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi, sagt euer Odin.